Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Asia-Markt-Haul. Ich war wieder beim Tains, wie auch immer man das nennt. Ich glaube Tains. Ich habe heute einen dicken, großen Einkauf gemacht. Ich zeige euch das Ganze mal hier. Ich zeige euch die Sachen jetzt mal einzeln. Und zwar, beim letzten Mal habe ich ja schon hier diese Kappa-Maki geholt. Und zwar habe ich mir heute auch wieder zwei Packungen geholt. Das waren die letzten beiden. 2,90 Euro für jeweils 8 Stück. Finde ich einen guten Preis. Bekommt ihr woanders, wenn ihr online euch Sushi bestellt, genauso viel. Ja? Sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mir gegönnt 6 Stück von diesem butterweichen, fluffigen Brot. Ich liebe diese Teile. Ich habe meine Nichte probieren lassen, meinen Mann probieren lassen. Ist nicht so deren Fall, aber meiner. Gut, 6 Stück an der Zahl. Einen habe ich schon gegessen am Rückweg, während mein Rollator den Berg runterrollte. So, das ist das leckere Brot. Wer in Asia Markt einkaufen geht, sollte sich dieses auf jeden Fall mitnehmen. Ist in der Kühltheke. Hinten durch, ja? Im Tainsmarkt. War gut befüllt wieder. Sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen, ja? Wirklich lecker. Tue ich mal zur Seite. Wird heute Abend noch verspeist. So. Dann habe ich mir geholt, wie beim letzten Mal auch, die Jelly Stripes. Die sind so lecker fruchtig, die musste ich haben. Ich werde die in den Kühlschrank wahrscheinlich legen, damit die schön kühl sind. Ja. Am meisten schmeckt hier Mango und Blueberry. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr lecker. Dann habe ich heute das erste Mal KitKat Pudding Flavor geholt. Habe ich noch nie gegessen. Sollen aber so nach Creme Brûlée oder so schmecken. Ich bin gespannt. Ich kann ja mal einen mit euch probieren. Moment. Gucken mal, wie die aussehen. Also hier die weiße Packung davon. Und so sieht das KitKat aus. Moment. Mal gucken. Schmeckt so ein bisschen nach Crème Brûlée. Lecker. Dann habe ich mir diese hier geholt. Eurocakes. Da werde ich auf jeden Fall eine kleine Aufnahme machen, wenn ich den probiere. Den esse ich jetzt nicht sofort. Den esse ich heute Abend wahrscheinlich bei unserem Kinoabend. Dann hatte ich mir ein Bubble Tea gegönnt. 4,90 Euro. Aber ein Riesenbecher. Schön mit Zitrone drin. Und so habe ich mir den Rainbow Tea geholt. Mit Lemon, Kumbeesaft, verschiedene Bubbles, Butterfly Pea Tea, Zucker und grünen Tee und Wasser. Kann ich empfehlen, schmeckt sehr nach Zucker. Nach Zucker, sage ich schon, nach Zitrone. Willst du auch was zeigen? Soll ich mal sagen, was du dir geholt hast? Die hier. Und ich lasse die auch probieren. Spätestens morgen probieren wir die scharfen Nudeln. Scharfe Nudeln. Meine Nichte ist zu Besuch und die hat sich die auch geholt. Ich habe mir die ja in zweimal spicy und in einmal spice geholt. Also doppelt so scharf und scharf. Scharf. Dann habe ich mir die hier geholt, die Rice Cakes. Die haben mir letztes Mal so lecker geschmeckt. Die kann man entweder in Suppen reintun oder mit Soße, essen. Die schmecken so ein bisschen wie Nudeln, sind aber aus gepresstem Reis. Ja, sehr, sehr lecker. Also wie Reis. Reisnudeln. Dann habe ich mir die hier geholt, Spicy Sesam. Mit Sesam-Topping, ja, kann man da drüber packen. Macht man in der Mikrowelle warm. Bin mal gespannt, also werde ich Bilder von machen. Habe ich nie gegessen. Dann haben wir hier Spicy. Das ist so ein bisschen scharf. Was ist da drin? Erdnüsse. Oh Gott, Chili. Was habe ich getan? Schatz? Ich habe mir was Scharfes geholt. Schon wieder. Schaffst du schon. Ich mache ein Video. Das wird so geil. Den Tee haben wir schon gehabt. Das hier war nicht von mir. Chicken? Japan? Von wem war das? Von du.
Dann haben wir hier diese beiden. Diese habe ich ja einmal und ich habe einmal dieses doppelt scharf. Hier, da fühlt man schon dieses flüssige Zeug. Scharr. Das sind meine, die da liegen. Ich habe einmal zweimal und einmal normal. Ich habe doppelt Schärfe noch geholt. Dann haben wir diese hier. Warte mal. Was ist da drin? Matcha? 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 Warte mal. Laktose, Vollmilchpulver, Matcha-Pulver. Oh, genau wie bei den Kitkats. Dann haben wir hier zugeschlagen, beziehungsweise haben die zugeschlagen, ihr beide, ne? Nee, das war meins. Ach so, das ist von meinem Mann, ja. Blueberry. So lecker, ich brauchte nochmal Ersatz. Das sind diese Gummibärchen, Blueberry-Gummibärchen. Ja, ich brauchte Ersatz. Dann habe ich mir nochmal hier das geholt. Das hat mir so lecker geschmeckt letztes Mal mit diesen Fruchtgelee-Stückchen. Sehr lecker. Nom, nom. Dann als erstes die Litschi. Habe ich zwei von geholt. Einen für mich, einen für Besuch. Da, 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 da. Bitteschön. Dankeschön. Dann habe ich einmal geholt Wassermelone und einmal Erdbeere. Dann habe ich die hier geholt. Die haben mir letztes Mal so lecker geschmeckt. Die schmecken nach Milchkaffee mit Tapioca-Perlen. Wie gesagt, die sind so ein bisschen zäh. Die kann man auseinanderziehen. So. Also ist schon komische Konsistenz, ne? Aber ist lecker. Sehr lecker. So, ich glaube, dann sind wir gleich durch. Haben wir nur noch die Glückskekse. Die hat mein Mann sich geholt. Die Sprüche da drin haben bis jetzt immer komischerweise zugetroffen. Die waren gut. Das war meine. Ach, die hast du dir geholt? Hat der Manuel sich diesmal keine geholt? Nee. Ich fand sie lecker. Die sind echt gut, ja. So, das war mein Einkauf. Und hier kannst du mal probieren. Pudding. KitKat Pudding. Ich habe nur abgebrochen. So. Dann wären wir durch. Ich hoffe, ihr seid inspiriert. Viel Spaß beim Einkauf, wenn ihr mal im Asiamarkt seid. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis denn, Antenne. Tschüss.